Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Gottesdienst. Es freut mich immer, wenn wir hier in Anführungszeichen so vollzählig sind. Ja, die Gottesdienste sind immer ausgebucht und wir hoffen, dass bald noch mehr Leute kommen dürfen. Aber schön, dass Sie da sind, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen auch allen, die jetzt online zugeschaltet sind. Schön, dass ihr mit uns seid und wir fühlen uns im Geist mit euch verbunden. Diese Woche wurde ich jeden Morgen geweckt, nicht vom Wecker, sondern von der Sonne. Kann man sich momentan schwer vorstellen, aber es war wirklich so. Fast jeden Tag, außer jetzt heute und gestern, morgens, wenn dann so um 7 die Sonne aufgeht und wir haben an unserem Schlafzimmerfenster nur so Innenrollos. Ja, also bei uns war es so früh. Und mir fiel dann ein Lied ein, wenn die Sonne dann so reinkommt und so einem aufs Gesicht scheint und es wird dann hell und es wird dann auch relativ warm und dann steht man freiwillig auf. Ein Lied, das wir, glaube ich, noch gar nicht so oft hier gesungen haben, von Peter Strauch, Mitte der 70er Jahre, also schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Und da heißt es, hell strahlt die Sonne, der Tag ist erwacht. Und die Vögel, sie singen so fröhlich nach der Nacht. Licht leuchtet auf und durchflutet die Welt. Die Natur spiegelt Glanz und das Dunkel ist erhellt. Und im Refrain heißt es dann, Herr, ich lobe dich, denn du erwärmst auch mich. Dein Licht ist für mich da. Halleluja. Und der eine oder andere mag vielleicht sagen, also nicht nur jetzt, aber von hell strahlt die Sonne und von dein Licht ist für mich da, merke ich gerade nicht so viel in meinem Leben. Die dritte Strophe nimmt da Bezug drauf. Ob ich Gott fühle und spüre seine Kraft oder fehlt mir der Mut und die Kraft in mir erschlafft. Gott ist bei mir, auch wenn ich ihn nicht sehe. Wenn die Freude mir fehlt, ich durch Dunkelheiten gehe. Und wie ein Aber oder wie ein Dennoch kommt jetzt wieder der Kehrvers. Herr, ich lobe dich, denn du erwärmst auch mich. Dein Licht ist für mich da. Halleluja. Ob die Sonne jetzt sichtbar für uns scheint oder nicht, Gottes Licht ist für uns da, ob wir es fühlen oder nicht. Aber diese Gewissheit dürfen wir haben und die macht Mut. Und deshalb bin ich so froh, dass wir da so einen Liedschatz haben. Mir gibt es immer ganz viel Lieder und Musik. Ich singe die dann manchmal so für mich hin oder ich spiele sie mit der Trompete. Und deshalb möchte ich uns darauf einstimmen, Gottes Liebe und Gottes Licht ist für uns da. Und auch wenn wir das Lied nicht singen können, wir können mit Gott reden. Das wollen wir jetzt tun im Gebet und ich bitte Sie und euch, dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, und wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Tag, für diesen Sonntag, den du gemacht hast. Wir danken dir, dass wir hier miteinander vor dich treten dürfen und Gottesdienst feiern dürfen. Herr, es ist keine Selbstverständlichkeit. Wir danken dir, dass wir das tun dürfen aus freien Stücken. Herr, und wir bitten dich, dass es auch bald möglich sein wird, dass wir hier wieder jeden Platz belegt haben, dass noch mehr Menschen kommen können. Wir danken dir aber für die Möglichkeiten der technischen Übertragung, dass wir dein Wort in alle Welt ausstrahlen können. Danke für jeden, der jetzt hier ist, der sich von dir füllen lassen will. Und Herr, wir dürfen darauf vertrauen, wir dürfen es wissen. Du bist die Sonne, du bist unser Licht, du bist die wahre Sonne und du bist das Leben. Und Herr, egal wie wir uns fühlen, wir wissen, du bist da. Und wir legen dir auch jetzt die Menschen hin. Du kennst uns und unsere Situation, wie wir uns fühlen. Du kennst auch alles Schwere in uns, wo Nöte sind, wo Krankheit ist. Herr, wir bringen dir jetzt auch diese Menschen. Lass sie erfahren, dass du wirklich Licht und Sonne bist. Lass sie deine Nähe und deinen Segen spüren. Herr, und so bitten wir dich, mach du uns jetzt ganz frei, schenk du, dass wir alles ablegen können, was uns hindert, uns jetzt auf dich einzulassen. Schenk du, dass wir uns mit unserem ganzen Sein, mit Herz, Leib und Seele ganz auf dich einlassen können, Herr.
Du redest zu uns und dafür danken wir dir. Und du füllst uns neu an diesem Tag, in diesem Gottesdienst. Lob und Anbetung sei dir, himmlischer Vater. Amen. Ja, wir möchten heute Morgen etwas ruhiger anfangen und ja, möchten euch einladen, dass ihr einfach euer Herz da für den Herrn aufmacht, dass ihr einfach auf ihn schaut. Ihr dürft gerne auch die Augen schließen, nur nicht einschlafen natürlich, das ist klar. Aber ansonsten, ja, ist es hoffentlich zum Genießen.
Ich kann deine Wege niemals ganz verstehen, so hieß es gerade in diesem Lied. Und in der Tat sind die Wege Gottes oft nicht so einfach zu verstehen, nicht so einfach nachzuvollziehen. Und manchmal gibt es auch Menschen, die wir nicht so verstehen. Ich verstehe zum Beispiel manche Impfgegner nicht. Die haben ja diese eine Predigt torpediert, die wir kürzlich hier hörten, ob sich Jesus impfen lassen würde. Ein spannendes Thema ist es, man kann sehr kontrovers darüber sprechen. Und über 70.000 Leute haben sich das angehört und die allermeisten Kommentare sind sehr böse, sehr negativ. Deswegen hat YouTube jetzt den Kanal gesperrt, der Gnadenkirche. Das heißt, jetzt schaut keiner zu Hause zu, letzten Sonntag schaut keiner zu Hause zu, weil möglicherweise Leute gesagt haben, euch zeigen wir es, wir sperren euren Kanal. Wir wissen nicht genau, was die Hintergründe sind, es kann auch andere Gründe geben. Normalerweise ist es so, wenn man einen Kanal sperrt, dann muss jemand sein, der das quasi anzeigt, der da sagt, da ist was nicht in Ordnung bei denen. Und manche dieser Kommentare, die sind schon sehr böse auf uns als Gnadenkirche, aber das hat noch nichts mit Christenverfolgung zu tun. Wir glauben einfach, dann spätestens ab nächsten Sonntag können auch wieder Zuhörer und Zuschauer von zu Hause mit dabei sein. Aber wenn ich es richtig weiß, Felix, heute ist nichts und letzten Sonntag war auch nichts. Ich kriege dann immer zig Nachrichten, was ist los? Und dann, ja, jetzt nutzen wir einfach ein paar Informationen. Wir beten einfach weiter und wir glauben, dass das Evangelium nicht aufzuhalten ist, auch von jemand, der uns den Kanal sperren möchte. Ja, aber da sieht man mal, wie das so hin und her geht. Wir müssen das mal beobachten weiterhin. Aber jetzt herzlich willkommen unter uns quasi dann mal in diesem Rahmen. Danke, dass ihr da seid, auch die, die zum allerersten Mal da sind. Auch heute sind wieder Gottesdienstbesucher zum allerersten Mal hier. Wir freuen uns, dass wir diese Möglichkeit haben, die Gottesdienste so durchzuführen, auch mit dieser Anzahl von Besuchern. Und ich beginne mit einem Zitat aus einem Buch. Ein Professor Knoblauch, netter Name, Professor Dr. Jörg Knoblauch. Der hat mehrere Bücher geschrieben. Ein Buch lautet so, wie man beste Mitarbeiter gewinnt und sie hält. Und in diesem Buch unterteilt er Mitarbeiter in drei Kategorien. Kategorie A, B und C. Und dieses Buch ist an Unternehmen und an Firmen geschrieben und nicht an Kirchen oder Gemeinden. Und dennoch gibt es, das wissen wir alle, Schnittmengen zwischen Unternehmen und Firmen und Kirchen und Gemeinden. Manches ist ähnlich, manches ist ganz anders. Als Pastor möchte ich am Anfang mal festhalten und etwas Grundsätzliches sagen. Eine Kirche, der Leib Christi, egal ob weltweit oder jetzt lokal, ist kein Unternehmen und ist keine Firma. Trotzdem gibt es natürlich Dinge, die, wie ich schon sagte, da so ein bisschen Schnittmengen bilden. Zum Beispiel gibt es in Firmen und Unternehmen Mitarbeiter und in Kirchen und Gemeinden gibt es auch Mitarbeiter, selbstverständlich. Dieses Buch hat er ja eben an Firmen und Unternehmen geschrieben und trotzdem, und da streiten sich so die Pastoren, die Gemeindeleitung, die Ältesten immer wieder, manche sagen sogar, gehen so weit, die sagen, also wenn eine Firma so geführt werden würde wie unsere Gemeinde, dann wäre sie längst kaputt oder dann würde es richtig bergauf gehen, je nachdem. Ja, da kann man sich eben streiten. Und wir sind ja in dieser 26-teiligen Predigtserie über geistliche Fitness. Fitnessstudios haben immer noch geschlossen, irgendwann werden auch sie öffnen. Kirchen haben geöffnet, Kirchen sind geistliche Fitnessstudios, haben wir schon ein paar Mal gehört, wo man Kraft bekommt, wo man Ausdauer trainieren kann durch geistliche Wahrheiten. Und deswegen 26-teilig zu jedem Buchstaben des Alphabets eine Predigt und heute eben der Buchstabe M. Nicht wie Michael oder Maranatha oder Maria, alles schöne Themen, sondern jetzt ist es ja irgendwo klar, es geht um Mitarbeiter. Der Mitarbeiter oder die Mitarbeiter wird beides so geschrieben, Mitarbeiter. Und ich möchte etwas über Mitarbeiter sagen. Und zwar ist es mir wichtig, dass wir verstehen, dass Mitarbeiter immer, auch wenn es der Mitarbeiter auch heißt, aber Mitarbeiter in der Regel immer mehrere sind. Es mag jetzt auch ganz kleine Firmen geben, die haben
einen Mitarbeiter, sage ich jetzt mal, da gibt es, sagen wir mal, den Chef und einen Mitarbeiter, aber meistens gibt es mehrere Mitarbeiter. Der große Unterschied ist, bei Firmen und Unternehmen sind die in der Regel angestellt, die bekommen Geld dafür, da kann man gewisse Dinge erwarten, gibt es einen Arbeitsvertrag und so, wogegen im Reich Gottes, in der Gemeinde Jesu, in christlichen Kreisen, die allermeisten Mitarbeiter nicht angestellt sind, sondern das ehrenamtlich machen. Und die Leute diskutieren immer wieder, wenn wir sich um diese Themen beschäftigen, was ist wohl leichter? Kann ich einen bezahlten Mitarbeiter eher motivieren oder einen unbezahlten Mitarbeiter? Was ist leichter oder was fällt schwerer? So. Also Mitarbeiter sind in der Regel mehrere und die arbeiten in der Regel in Teams zusammen. Und das Wort Team, das taucht ja auch immer wieder auf der Präsentation, das kennen wir, ja, Lobpreisteam, Putzteam, ja. Leitungsteam, bei den Rangern gibt es Teams. Eishockey-Team, heute Mittag, Bronzemedaille ist möglich, je nachdem. Ja? So. Also immer Teams, Teams, Teams. Aber das Wort Team kommt aus dem Englischen. Das ist eine Abkürzung. T-E-A-M. Und die Frage ist, was bedeutet eigentlich T-E-A-M? Täglich einen anderen motivieren vielleicht. Und da könnte man jetzt ganz viele Dinge erfinden, aber ich kürze es ab, ich sage, wie es wirklich ist. Also manche glauben, das Team bedeutet, toll, ein anderer macht's. Ich hoffe, dass die wenigsten von uns ernsthaft davon ausgehen, dass das Team bedeutet, toll, ein anderer macht's. Ja. So ein Team kommt aus dem Englischen. Hillary oder so, oder Leute hier, bitten, weißt du es? Ah, weißt du nicht? Okay, ich habe es mal hier mitgebracht. Together everyone achieves more. Also zusammen kann jeder Einzelne im Grunde mehr erreichen, wie wenn er es alleine macht. So. Also im Gemeinsamen können wir mehr erreichen. Auch mehr, wie jeder Einzelne schaffen würde. Und wenn wir das Neue Testament uns angucken, aber auch das Alte, dann stellen wir fest, es gibt ganz viele Teams. Immer wieder Menschen, die zusammengearbeitet haben, Menschen, die von Gott zusammengewürfelt waren für eine gewisse Zeit, um etwas zu tun, was Gott wollte. Im Grunde genommen könnte man sagen, Adam und Eva, wenn man es mal ganz einfach ausdrückt, waren das erste Team, also zwei Leute. Ja. Jesus hat dann später mal gesagt, zwei oder drei. Er selber, und Jesus war ein Teamplayer, so würde man heute das formulieren, ein Teamplayer. Er wusste, was es mit Mitarbeit auf sich hat. Er hatte, als er dann einen Dienst begann, nach der Taufe, Versuchungen in der Wüste und so weiter, er hat dann die Leute zusammengesucht, und zwar 12 Leute, möglicherweise wegen den 12 Stämmen. Ja, auf jeden Fall hat er so ein 12er-Team gebildet. Da gab es noch das 3er-Team, die Ängsten so, Petrus, Jakobus, Johannes, und dann die 12 und dann die 70. Und er hatte immer so Teams, mehrere Menschen. Und wenn Jesus Leute ausgesandt hat, waren es meistens zwei oder drei. Nicht alleine. Also so Einzelgänger im Reich Gottes hat es in der Kirchengeschichte zwar gegeben, aber im Kontext von Kirche und Leib Jesu und Christentum und 2000 Jahre Kirchengeschichte war immer der Gedanke, das sind mehrere, die gemeinsam etwas bewegen. Und man könnte da auch theologisch zurückgehen zur Dreieinigkeit. Gott selber, in Anführungsstrichen ausgedrückt, existiert in sich in einem Team. Also Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und Paulus, der war auch ein Teamplayer. Paulus hatte ja, man könnte sagen, zwei Berufe. Er war Handwerker, Zeltmacher und gleichzeitig Theologe und studiert bei Gamaliel. So. Und später hat ihn Jesus vom Esel oder Pferd, was auch immer, geworfen und hat dann aus dem Saulus ein Paulus gemacht. Und hat dann angefangen mit ihm in, wie ich finde, nicht mehr dagewesener Weise Reich Gottes zu bauen. Für mich ist der Apostel Paulus nach Jesus, dem Sohn Gottes, der gewaltigste Mann Gottes, der jemals über die Welt ging. Paulus. Und dieser Paulus war eben auch ein Teamplayer. Er hatte Leute, mit denen er zusammengearbeitet hat und er hat in seinen Briefen etliches über Mitarbeit geschrieben. Und ich möchte uns ein paar Gedanken weitergeben, die mir einfach wichtig sind unter diesem Aspekt geistliche Fitness. M, Mitarbeiter. Und wir schauen einfach mal, was uns da die Bibel weitergibt und was wir da entdecken können. Zunächst mal stellen wir fest, Mitarbeiter, zwar nicht alle,
Aber immer wieder Einzelne werden explizit genannt, mit Namen. Mit Namen. Sie werden genannt, sie werden mit Namen aufgeführt, häufig am Ende der paulinischen Briefe. Und ich habe so ein paar Beispiele mal mitgebracht und ich sage jetzt gar nicht, was es für Mitarbeiter waren, was die alles gemacht haben, nur dass man mal sieht, Paulus hat Mitarbeiter explizit erwähnt. In den Briefen können wir seit 2000 Jahren nachlesen. Zum Beispiel steht im Römerbrief am Ende, Kapitel 16, Vers 3, grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter. Grüßt die, ganz explizit diese beiden, grüßt die, sind meine Mitarbeiter. Oder auch in diesem Kapitel Vers 9, grüßt Urbanus. Heißt jemand von uns Urbanus? Das sind so Namen, Priska. Priska gibt es heute noch, Aquila, eher wenig. Hat natürlich auch mit den ganzen kulturellen und länderüberschreitenden Grenzen und so weiter zu tun damals. Also hier ein Urbanus. Grüßt den, grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter. Wir wissen über diesen Urbanus so gut wie nichts. Aber was wir hier wissen ist, er war Mitarbeiter. Mitarbeiter. Er hat mitgearbeitet. Dann einer, den wir sicherlich kennen, wenn wir die Bibel ein bisschen gelesen haben, Timotheus. Es grüßt euch Timotheus, mein Mitarbeiter. Timotheus war ein besonderer Mann, war ein junger Mann, war ein Schüler, war ein Jünger des Paulus, kann man sagen. Er ist ihm unglaublich auf den Fersen gewesen. Manche sagen, Timotheus war wie der zweite Paulus. Die waren ganz eng miteinander verbunden. Jüngerschaft, Discipleship, Hirtenbeziehung, wie auch immer man das bezeichnen will. Er hat eine ganz enge Beziehung gehabt zu Timotheus. Und es grüßt euch Timotheus, mein Mitarbeiter. Auch das wird explizit erwähnt in diesem Schluss im Römerbrief. Dann aus dem Brief Philemon, nicht Philippa, Philemon, da heißt es, grüßt Markus, Aristarch, Demas und Lukas, meine Mitarbeiter. Also Paulus hatte mehrere Mitarbeiter, ganz verschiedener Art, verschiedenen Ebenen, teilweise auch dann verschiedenen Orten, teilweise auf den Reisen, ja, diese ganzen apostolischen Reisen, paulinischen Reisen, wo er unterwegs war und so weiter. Und dann werden immer wieder so Mitarbeiter erwähnt. Mitarbeiter. Zur damaligen Zeit war es so, dass Menschen in besonderer Weise geehrt wurden. Das kennen wir zumindest gerade in der westlichen Welt, also in Europa, Deutschland sowieso eher nicht, in anderen Ländern schon mehr. USA kennen wir das viel stärker. In den angloamerikanischen Nationen werden Menschen teilweise, wie soll ich das sagen, gute Mitarbeiter werden da sehr gelobt, sagen wir mal. Es gibt ja auch Firmen, Mitarbeiter des Jahres und so, Vertriebler des Jahres, solche Sachen. Und das war damals ein bisschen ähnlich, insbesondere haben das die Apostel erlebt, Johannes zum Beispiel, aber auch Petrus, wenn die irgendwo aufgetreten sind, da gibt es genügend außerbiblische Quellen. Einmal heißt es, wenn Petrus zu dir kommt oder Johannes dein Haus betritt, also einer der zwölf, dann ist das, wie wenn Jesus zu dir kommt. So war das. Da würden wir heute sagen, oh, das ist aber schon sehr kritisch, das ist ja Menschenverehrung und so. Aber damals war das schon sehr stark. Die einzelnen Personen hatten eine unglaubliche Bedeutung, weil mit den Personen was verknüpft war. Ja, also deswegen hat Paulus überhaupt keine Mühe, einzelne Mitarbeiter namentlich zu erwähnen. Nicht alle, es gibt ja noch viel mehr, aber einzelne werden erwähnt. Das waren ein paar Beispiele. Das hatte den Grund, dass in der entstandenen christlichen Kirche, Paulus war ja einer der, wie soll man sagen, er war jemand, der angefangen hat, die Gemeinden aufzubauen. Ja, das war ja nichts, was Jahrhunderte alt war, das war ja ganz neu. Und er hat den Leuten etwas vermittelt. Und zwar immer da, wo Gemeinden entstanden sind, hat man versucht, dass diese Leute, die zum Glauben gekommen sind, einmal sich taufen lassen. Das war sowieso damals ganz eng miteinander verbunden. Bekehrung und Taufe war teilweise am gleichen Tag. Ganz anders, wie wir das heute teilweise kennen, aufgrund der landeskirchlichen Situation und vielen anderen Dinge ist es vielfach anders. In manchen Missionsfällen, dann ist es heute noch so. Der bekehrt sich und dann wird er getauft. Bei mir waren da Jahre dazwischen. Jahre. Ja, das gab es im Neuen Testament so nicht. Übrigens, kleiner Hinweis, mich haben schon einige angesprochen, ich gehe mal ganz unauffällig Richtung Taufbecken. Jetzt stehe ich drauf, da ist das Taufbecken und da werden wir bald taufen. Tatsächlich, das ist jetzt relativ alles so am Laufen,
am Laufen und dann werden wir taufen. Das heißt, diejenigen, die sich da schon angemeldet haben und so, da werden wir dann bald die erste Taufe hier haben. Da freuen wir uns sehr drauf, dass es stattfindet. Also das war etwas, war ganz klar damals. Die Christen wurden getauft, war völlig logisch. Und das andere war, Christen wurde in die Mitarbeit geführt. Gläubige Menschen wurden ganz schnell zu aktiven Christen gemacht, nicht zu passiven. Die haben Täter des Wortes oder solche Stellen. Seid aber Täter des Wortes, nicht nur Hörer allein. So. Das heißt, mitarbeiten im Zeitalter des Apostels Paulus, des Neuen Testamentes, der Briefe des Paulus, der Entstehung der Kirche, war eine Ehre. Eine Ehre. Einmal schreibt der Paulus in den sogenannten Pastoralbriefen, wer ein Aufseheramt begehrt, also wer Ältester werden will, wer in die Gemeindeleitung möchte, begehrt ein schönes Amt. So steht es im Neuen Testament. Das war irgendwie was ganz Besonderes. Später, das wäre aber noch ein kleiner Nebensatz, ist es dann so gekommen, durch die römische Kirche, die entstanden ist, die Kardinäle, die Päpste und so weiter, das kennt man ja bis heute teilweise, wurde das natürlich richtig prunkvoll und fast schon überzogen. So hat es Paulus nicht gedacht. Aber er sagt, diese Dienste, diese Ämter, die Mitarbeit ist etwas Besonderes. Und das hat einen Grund. Paulus wusste den Grund, warum Mitarbeit etwas Besonderes ist, eine Ehre ist. Also mehr eine Lust wie eine Last, mehr eine Würde wie eine Bürde. Paulus wusste warum. Und er sagt es uns, nämlich Mitarbeiter galten damals als Mitarbeiter Gottes. Ich habe das kürzlich mal hier erwähnt. Das ist sensationell. Also die Vorstellung, ich bin Mitarbeiter Gottes, hat die Menschen unglaublich motiviert. Völlig egal, in welchem Bereich sie tätig waren. Ich bin Mitarbeiter Gottes. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir. Gottes Mitarbeiter sind wir. Und da meint er nicht die Prediger, die auch, sondern alle, die irgendwo mitarbeiten. Alle. Gottes Mitarbeiter sind wir. Und wenn ich manchmal unter der Woche hier in die Gemeinde komme irgendwo und sehe irgendwelche Mitarbeiter, in irgendwelcher Form, wir arbeiten alle irgendwo mit, dann denke ich, Mensch, der da gerade eine Einweisung bekommt oder die da gerade eine Einweisung bekommt bei der Putzmaschine, ist nicht nur Teil des Putzteams oder Teil der Gnadenkirche, sondern der oder die ist Mitarbeiter Gottes. Bauschuss, Mitarbeiter Gottes. Lobpreisteam, Mitarbeiter Gottes. Küchen, wo auch immer. Mitarbeiter Gottes, ich sage danach noch ein paar Einzelheiten. Schaut mal, was es da heißt. Wir sandten Timotheus, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes, um euch zu stärken. Er sagt nicht an dieser Stelle mein Mitarbeiter, das wissen wir schon, dass Timotheus ein Mitarbeiter des Paulus war, aber er möchte hier deutlich machen, Leute, Mitarbeit heißt, du arbeitest im Reich Gottes mit. Das unterscheidet uns auch von einer Firma. Hier drüben, wenn wir hier rüberschauen, Winkler Bildungszentrum, gibt es viele Mitarbeiter, die dort arbeiten. Und viele Firmen und Kliniken und überall, wo du arbeitest und alles ist Mitarbeiter. Aber in der Gemeinde Jesu gibt es Mitarbeiter Gottes. Mitarbeiter Gottes. Und das erklärt, warum es eine Ehre war, mitzuarbeiten, war etwas Besonderes. Dann ein dritter Aspekt zum Thema Mitarbeiter heute in dieser Predigt. Wer mitarbeitet in der Gemeinde Jesu, bekommt eine andere Perspektive. Bekommt eine andere Perspektive. Ja? Denn wenn ich mitarbeite, lerne ich eine Gemeinde von innen kennen, nicht nur von außen. Und wenn ich jetzt in den vergangenen Jahrzehnten in irgendeine Gemeinde kam, ob zum Predigen oder einfach als Gottesdienstbesucher, übrigens, die letzten Jahre genieße ich es einfach, als Gottesdienstbesucher irgendwo zu sein, wo mich keiner kennt. Das finde ich super. Finde ich echt super. Sitzt mal irgendwo ganz normal. Einfach irgendwo sitzen. Und dann passiert mir das immer das Gleiche. Ich erlebe dann die Gottesdienste und so, aber ich weiß überhaupt nicht, wer macht womit. Weil ich sehe das ja noch von außen. Ich bin ja Gast. Ich bin ja kein Teil dieser Kirche. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht mal, wie die Leute manchmal heißen. Also ich kenne die Gemeinde. Und so ist sie auch, wenn jemand als Gast herkommt, wenn heute jemand zum ersten Mal da ist und uns nicht kennt,
dann weißt du gar nicht, ja, wer ist hier Mitarbeiter? Gut, da sitzt ein paar in der Technik und da steht jetzt einer da oben und nachher helfen da ein paar beim Abendmahl mit das, und die Musik und so, müssten Mitarbeiter sein, aber wer noch, wissen wir nicht. Wenn wir aber selber mitarbeiten, dann haben wir eine andere Perspektive. Und ich bin jetzt kein, ja, habe ich jetzt heute vielleicht ein bisschen, aber ansonsten ist jetzt mir Eishockey nicht so wichtig. Ja. Ich finde es interessant, schnelle Sportart und so, aber es ist doch ein Unterschied. Hier Wild Wings. Wild Wings. Weiß noch, Rainer, Wild Wings. Ich war mal dabei bei den Spielen. Das ist verrückt, wie schnell die da spielen. Und du kommst gar nicht hinterher. Wo ist der Puck, wo ist der Puck? Tor, oh, und dann geht's los. Und die Hymne und so. Richtig spannend. Aber es ist doch ein Unterschied, ob ich mitspiele oder nicht. Das ist doch ein Riesenunterschied. Ja. Ob ich in der Pause mir meine Wurst hole und sage, ja, den hätte ich auch reingekriegt. Oder ob die Wild Wings oder die Fußball-EM, was jetzt kommt, egal welche Sportart, oder ob die sagen, so, pass mal auf, komm mal runter von der Tribüne, da ganz dahin, komm mal runter, spiel mal mit. Ja. Gestern auch irgendwie kurz was gesehen, von, habe ich zu meinem Sohn gesagt, ich könnte nicht mal wahrscheinlich 100 Meter mitrennen, so schnell wie die da laufen. Kann man das von zu Hause gemütlich angucken, aber wenn die sagen, mach mit, sei Mitspieler, arbeite mit in der Sache, dann wird es anders. Also wenn wir mitarbeiten in der Gemeinde Jesu, haben wir eine andere Perspektive. Wir lernen eine Gemeinde von innen kennen. Und das ist etwas ganz Wichtiges, das wusste Paulus. Und dieser Satz, die Faulen können gut maulen, könnte von Paulus stammen. Weil es ist ganz einfach, wenn ich quasi von außen so gucke und dann sage ich, oh, das gefällt mir nicht, finde ich komisch, passt mir auch nicht und warum haben die das so gemacht? Ja, das ist ganz leicht. So geht es uns allen, das brauchen wir nicht groß überlegen. Wenn wir aber mittendrin sind und sehen die Herausforderungen, sehen die Kämpfe, sehen, warum man was so macht oder nicht, dann hat man einen ganz anderen Blick auf die Sache. Und häufig wird man dann dankbar für das, was geht und nicht nur, sagen wir, mürrisch für das, was nicht geht. Ja. Ich fand es letzten Sonntag echt schlimm, als ich mitbekommen habe, es gab keine Übertragung. Und ich habe es auf meinem Handy dann gesehen, angefangen von meinen eigenen Eltern. Was ist los? Und dann sage ich, ja, ich weiß nicht, was los ist. Ich weiß es nicht. Und heute schon wieder. Ja. Aber wenn man das nicht weiß, wenn man gar nicht die Zusammenhänge kennt, wenn man nicht irgendwo innen drin ist, hat man diese Perspektive nicht. Deswegen wusste Paulus, wer mitarbeitet, lernt Gemeinde von innen kennen. Wer mitarbeitet, übernimmt Verantwortung. Das ist auch eine ganz andere Sache. Wenn ich einen Dienst habe und ich bin wichtig, jetzt bin ich da, weil ich gesagt habe, ich mache mit oder ich habe mich da angemeldet oder wie auch immer. Das ist mein Teil, das ist meine Aufgabe. Wie diese berühmten Rädchen im Uhrwerk, von, ja, Zahnrädchen, kleinere, größere, dicke, dünne, schwere, leichte. Und jeder hat seine Aufgabe und alles gemeinsam bewegt zum Beispiel die Zeiger der Uhr. Ja? Wer mitarbeitet, übernimmt Verantwortung. Vierter Punkt, fünf gibt es, vierter Punkt, Mitarbeit oder Mitarbeiten kann jeder und soll jeder. Mitarbeiten kann jeder und soll jeder. Das ist nicht als Pastor so, sondern das ist, weil Paulus, das Neue Testament, die Bibel, das sagt. Und eine der bekannten Stellen, die Elberfelder, sagt es so, ein jeder diene mit der Gabe, die er empfangen hat. Schon mal gehört? Sicherlich. Ein jeder diene mit der Gabe, die er empfangen hat. Das ist nicht, wenn du sonst nichts zu tun hast, dann kannst du dir mal überlegen, ob du irgendwann mal Lust hast und Zeit und Muße, ein bisschen was zu machen. Das steht nicht da. Sondern ein jeder diene mit der Gabe, die er empfangen hat. Sein Auftrag. Und ich habe die andere Übersetzung mitgebracht. Übrigens, Petrus schreibt das, der war ja selber einer der 12 und später einer der Säulen der Urgemeinde, trotz Fehler, trotz Sünden und trotz Schwächen. Petrus. Und die Übersetzung, die ich mitgebracht habe, die lautet so, jeder diene anderen mit der Gabe, die er von Gott bekommen hat. Jeder diene anderen mit der Gabe, die er von Gott bekommen hat. Das heißt nicht, du sollst anderen dienen mit der Gabe, die du nicht von Gott bekommen hast, sondern die du von Gott bekommen hast.
Eine geistliche Dimension, auf die Petrus hier hinweist. Ich habe gestern noch mal nachgelesen im Buch, manche sprechen vom sogenannten Faktor X. Der wird, glaube ich, für viele verwandt, aber in dem Buch ging es genau um das. Was ist ein Faktor X? Was ist ein Faktor X? Der X steht ja für was. Ja, und in diesem Buch meint Faktor X ist genau das, was Gott dir gegeben hat. Weißt du das? Nicht, was er einem anderen gegeben hat. Und darum ist Vergleichen oft eine Gefahr. Darum ist, ich möchte es genauso wie die und der kann es besser und die macht es anders und so. Immer gefährlich. Diene du mit dem, was Gott dir gegeben hat. Mehr braucht es nicht. Sei wie der Fisch im Wasser, nicht wie der Fisch am Land. Sei in deinem Element. Und wenn jemand ein Herz hat für die Senioren zum Beispiel und sagt, wenn ich an einem Altenheim vorbeifahre, oh, ich könnte gerade reingehen und jeden drücken, dann tu ihn doch nicht zu den Kindern. Verstehst du? Und wenn jemand sagt, also so eine Kindertagesstätte, dahin ist ja auch eine, 8 Stunden lang Geschrei von Kindern, also mein Herz geht mir gerade auf. Das ist echt ein Traum. Ein Geschrei von morgens bis abends, ich könnte durchmachen, es ist so wunderbar. Warum müssen die abends nach Hause? Ja. Dann setzt doch den oder die nicht zu den Senioren. Oder wenn jemand sagt, also das ist doch eine Geige, oder nicht? Geige, oder? Geige, Trommel? Klavier, da steht auch noch eine Geige oder ist so. Dann würde man sagen, du, also bitte musikalisch, weiß nicht, ob das deine Stärke ist, ja. Und ich kann singen und so und man sagt, oh ja, sing zu Hause, aber dann ist das nicht schlimm. Aber ich weiß nicht, ob dann das die Berufung zum Lobpreisleiter, versteht ihr? Schau doch in der Bibel, wie es war. Auch im Neuen Testament, das Bild vom Leib. Das Auge hat die Aufgabe zu sehen und das Ohr zu hören. Und wenn jemand hier ist, der mit Ohren sehen kann, dann stimmt das nicht. Jeder hat doch seine eigene Funktion. Und Faktor X in diesem Buch oder was eben Paulus meint, ist, ich muss quasi rausfinden, was hat Gott, was kann ich, was hat Gott mir gegeben? Das, was du kannst, macht dir meistens Freude. Darum macht mir Kochen keine Freude. Ist einfach so. Ja, es ist halt so. Tut mir leid. Ich kann halt was anderes. Und du kannst was anderes. Und wenn jeder das macht, was er kann, was Gott ihm geschenkt hat, das können natürliche Dinge sein oder auch geistliche Dinge, und dann ist es auch so ähnlich wie bei diesem Team, bei den Zahnrädchen. Siehst du das? Dann läuft da was. Der Leib ist dann intakt. Also jeder diene anderen mit der Gabe, die Gott ihm geschenkt hat, die er von Gott bekommen hat. Frag dich, wenn du das nicht weißt, was hat Gott mir geschenkt? Gib dann einen Gabentest, du kannst Leute fragen. Ich habe mal einen Gabentest gesehen, den fand ich ein bisschen interessant. Da stand zum Beispiel, wenn jemand gut kochen kann, dann hat er die Gabe der Gastfreundschaft. Dachte ich ja so, also ob es so einfach geht. Ja, oder wenn da hat jemand, Beruf musste man angeben, wenn jemand Krankenschwester ist zum Beispiel, laut diesem Test, dann hat er die Gabe der Heilung. Ich weiß nicht, ob es so einfach geht. Und für manche ist es völlig klar, was sie können und sie arbeiten und leben in dem. Und andere sitzen vielleicht da und sagen, seit Jahren überlege ich mir die ganze Zeit, was hat Gott mir eigentlich gegeben für eine Gabe? Ich weiß es nicht. Dann frag weiter, bleib da dran. Warte aber nicht nur auf die hochgeistlichen oder übernatürlichen Gaben, fang auch mit den ganz praktischen, natürlichen Dingen an. Ja. Und wenn du deine Kinder fragst, wer Kinder hat, welche die Lieblingslehrer sind, dann sind es meistens die, die in ihrem Fach nicht nur das Richtige vermitteln, sondern den Unterricht auch gut gestalten. Verstehst du? Das ist ein großer Unterschied, ob ich nur das Richtige sage, oder ob ich das Wissen vermittle, oder ob ich das auch in einer Art und Weise mache, wo Kinder oder Schüler oder wer auch immer gut zuhören können, gut mitgehen können. Ja. Und so hat jeder seine Dienste und ich finde es toll, auch in den Berufen, es gibt so viele Berufe, ja, wenn jemand es schafft, in einem Beruf zu sein, wo ihm Freude macht, wenn es geht, ich weiß, geht nicht immer. Und hier drüben, da hinten im Krankenhaus, hat meine Frau von dort mich mal jemand gemeldet und die hat gesagt, sie ist Krankenschwester und sie findet es so schrecklich, wenn sie da in diese Patientenzimmer muss und die Gesichter sieht von den Kranken. Und Blutdruck und Puls, ich, oh,
Sag ich, hallo, du bist Krankenschwester, ey. Niemand, gell, niemand von hier, niemand, den ihr kennt und so. Aber jemand, der dort arbeitet, ja, so. Also, die Person war todunglücklich, wenn sie immer die kranken Menschen sehen muss. Sag ich, aber du bist doch Krankenschwester. Ja, es ist schrecklich, diese Kranken überall. Sag ich, also ich weiß auch nicht. Und die war am Ende, die war natürlich, ist ja logisch, Stress und keine Freude mehr und Burnout und so. Und irgendwann rief die an und sagt, sie ist total happy. Sag ich, hast du gekündigt? Nö, jetzt bin ich im Labor. Sagt sie, ein Traum. Ich muss nur mit so Pipetten da was reintröpfeln, Zahlen eingeben, den Rechner, 8 Stunden lang, ein Traum. Ich muss keine Gesichter mehr sehen, jemand Blutdruck, Puls, nichts mehr. Einfach nur noch eingeben. Jetzt. Und das ist die große Chance in unserer Zeit, dass man in vielen Berufen, in verschiedenen Bereichen arbeiten kann, um das rauszufinden, wenn es geht. Wenn es geht. Ja, in dem zu sein, was man kann und was einem liegt. Und ein letztes Beispiel, ihr kennt vielleicht die Firma Vorwerk, die Staubsaugervertretung machen und auch verkaufen, so an der Türe. Und ein Mann war da, der hat da das auch gelernt und der hat gesagt, ich kann das einfach nicht. Ich kürze ab, der ist jetzt Schreiner und ist happy. Sagt er, das Holz sagt nichts? Ich mache einfach am Holz rum, ist alles gut. Aber Leuten da was zu erzählen, die müssen meinen Staubsauger kaufen für 1800 Euro. Ah, nee. Er ist in seinem Element. Ja. Also in seinem Element sein. Fünfter und letzter Punkt. Vor dem Abendmahl möchte ich dich ermutigen. Werde Mitarbeiter der Gnadenkirche. Und wenn du sagst, bin ich schon, top, dann hör weg. Werde Mitarbeiter der Gnadenkirche. Die Gnadenkirche ist nur eine Kirche von vielen und Kirche ist auch weltweit zu allen Zeiten unterschiedlich. Aber bei uns, jetzt hier, in dem, was wir hier machen, gibt es tatsächlich nur ein paar Beispiele. Es gibt, hier hinten hinterm Glas sitzen einige, gibt eben Kinderarbeit. Gibt auch noch mehrere Gruppen dahin. Kinderarbeit, Teenagerarbeit, Teenies, Jugend. Gestern Abend haben die sich wieder getroffen. Royal Rangers, Joachim oder Mitra, Royal Rangers. Kratzen ein paar auf dem NTC, Daumen geht hoch, genau. Ja, bei dem Wetter im Freien. Da gibt es Leute, die sind voll in ihrem Element, andere sagen bloß nicht. Das ist es doch. Ja. Senioren. Es ist ganz traurig, dass wir in der Corona-Zeit im Grunde genommen keine Veranstaltung für Senioren haben konnten. Ganz traurig. Weil mit Kaffee und so weiter und Risikogruppe und Vorerkrankungen und Corona und Ansteckungsgefahr. Echt, echt schade. Sicherlich mit einer der Altersgruppen in der Gnadenkirche, die am meisten gelitten hat in den letzten Monaten. Und nicht alle Senioren konnten sich mit dem Laptop hier einwählen und das alles mitbekommen. Aber das wird sich ja wieder ändern, da freuen wir uns schon drauf. Ja, Senioren, Hauskreise, selbstverständlich Kleingruppen. Der Rainer und andere vom Kaffeeteam Scharre mit den Füßen, wann dürfen wir endlich das Kaffee nutzen? Ja, wir hoffen, dass es bald der Fall ist. Ja, und ich glaube das auch, ich bin sicher, es wird bald der Fall sein. Ja. Begrüßungsdienst, Ordnerdienst, ohne die wir heute gar nicht reingekommen wären. Ja. Putzteam, Büchershop, Frauenarbeit, Lobpreis, Technik, was auch immer, möchte uns einfach Mut machen, echt Mut machen. Finde deinen Platz. Finde deinen Platz. Das war ein Wesen der Urgemeinde, dass Leute ihren Platz fanden. Keiner muss hier mitarbeiten. Muss man nicht. Wir glauben, dass es eine gute Sache ist und dass es uns geistlich fit macht, wenn wir aktiv im Gemeindeleben dabei sind. Also Mitarbeiten werden genannt. Mitarbeiten ist eine Ehre. Mitarbeiten gibt Perspektive. Mitarbeiten kann, soll jeder. Werde Mitarbeiter der Gnadenkirche. Das war's. Geistliche Fitness, ich möchte noch ein kurzes Gebet sprechen und dann überleiten zum Abendmahl. Und ich bitte, dass wir zu dem Gebet aufstehen. Ich möchte nämlich auch heute wieder mal speziell für unsere Kranken und Alten beten. Wir haben es gerade von Mitarbeit gehört, jetzt in der Predigt. Es gibt Geschwister, die würden gerne mitarbeiten. Sie können nicht oder sie können nicht mehr. Wir haben auch immer wieder Geschwister, auch jetzt, wo dann ins Krankenhaus kommen, wo einfach Dinge nicht gut laufen, aufgrund des Alters, aufgrund der Gesundheit. Und deswegen wollen wir auch dafür jetzt beten. Herr Jesus, wir danken dir für den Sonntag und für diesen Gottesdienst. Was für ein Geschenk, was für ein Vorrecht. Ich danke dir, dass diese Gottesdienste nur deswegen stattfinden können, weil es Mitarbeiter gibt, die das ermöglichen. Danke dafür. Danke für allen
Dienst, den man sieht und für allen Dienst, den man nicht sieht. Und ich bin ganz gewiss, auch unsere alten Geschwister sind oder waren Mitarbeiter hier der Gnadenkirche. Und viele von denen, das weiß ich, beten für uns. Beten. Die sagen, ich kann nicht mehr viel machen mit meinen 80, 85, 90 oder 95 Jahren. Aber was ich kann, ist für euch beten. Und deswegen beten wir jetzt für sie. Und wir bitten dich für unsere alten und kranken Geschwister. Wir beten für die, die seit Monaten, vielleicht über ein Jahr schon, nicht mehr die Gottesdienste besuchen konnten. Entweder aufgrund des Alters, aufgrund von Krankheit, aufgrund von Angst, die ganze Corona-Geschichte. Hey, wir bitten dich, segne du sie. Sei bei ihnen, trage du sie durch. Hey, wir sind mit jedem verbunden. Auch mit denen, die seit längerem nicht mehr kommen können. Wir bitten dich für die, die aktuell krank geworden sind oder die krank sind, auch die, die schon länger erkrankt sind. Herr, greife du ein. Wir wissen, du hast die Macht. Du hast die Kraft. Und diejenigen unter uns, die nicht alt, die nicht krank und nicht betagt sind und nicht mitarbeiten, da kannst du auch ganz neu reden, zu den Herzen sprechen. Ob vielleicht irgendwo ein Platz hier in der Gemeinde ist, wo er oder sie ihren Platz finden kann. Wir bitten dich, dass es auch von dir geführt und geleitet wird. Wir möchten nicht Menschen unter Druck setzen, wir möchten nicht Menschen manipulieren. Wir sehen aber dieses Geheimnis, dass es eine Ehre ist, mitzuarbeiten im Reich Gottes. Danke für jeden, der das schon tut. Und danke für jeden und jede, die das noch tun wird. Amen. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Wir wollen jetzt noch das Abendmahl nehmen.